Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, guten Abend. Und klar, als Trainer für Frischhof Köppingen bin ich richtig froh. Wir haben eine richtig schwere Woche gehabt. Von unserer ersten Niederlage im letzten Wochenende in Köppingen. So klar, waren wir etwas unter Druck und wir haben eine Woche gehabt mit viel Gespräch und wir sind unglaublich unzufrieden mit unserer Leistung vom letzten Wochenende und als Trainer bist du immer etwas nervös, wenn du so noch eine schwere Aufgabe eine Woche später hier in Mindenhamen. Aber ich bin richtig froh, wir haben gewonnen. Ich finde, erste Halbzeit haben wir etwas konzentriert gespielt und mit 8 Tore in Halbzeit geführt und klar, zweite Halbzeit so bin ich froh, dass wir haben weiter ein paar Minuten gut gespielt, aber etwas Unruhe auch von zwei verletzten Spielern mit Sarko Cheshom. Ich habe gedacht, das war eine schwierige Verletzung mit Achillessehne, aber jetzt kann ich nur abwarten und sehen, ob das ist nur umgeknickt, aber hat richtige Schmerzen im Moment und kann sein, dass er die nächsten paar Tage oder Woche fehlen. Und das ist dann eine schwere Situation für uns. Auch Team Knäuel hat auch umgeknickt. Und dann haben wir heute gesehen, ein ganz junges deutsches Talent, Sebastian Heimann, hat überragend gespielt. Die letzten 15 Minuten, er ist ganz jung. Und nur 18, 19 Jahre und kommt rein in sein erstes Spiel. Er ist heute Morgen mit Zug hier gefahren und hat das überragend mit 6 Tore gemacht. Und da bin ich unglaublich froh für ihn und für uns, dass wir haben gewonnen. Und er hat auch eine wichtige Rolle heute gespielt. So, ja, ich hoffe jetzt, dass wir ein paar Tage hier etwas Erholung und wir haben eine schwierige Aufgabe hier Mittwoch in Kiel und hoffe ich auch, dass wir haben etwas Selbstvertrauen getankt und kann weiter auf unsere Linie etwas mit positive Sache auch nach Kiel mitbringen. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Magnus und sein Team zu einem völlig verdienten Sieg, der vor allen Dingen natürlich basiert auf der ersten Halbzeit. Ich denke, bis zum 7-5 für uns ist alles in Ordnung. Haben wir uns gut reingefunden in das Spiel, haben Lösungen gefunden. Und dann haben wir leider einen 0-7 Lauf hingelegt, in dem wir vorne alle einfachste Ballverluste hatten und dann ausgekontert worden sind, in Unterzahl gespielt haben und da keine Lösungen gefunden haben. Da hat mir dann vor allen Dingen auch das Rückzugsverhalten in der Phase überhaupt nicht gepasst. Das hat alles viel zu lange gedauert im Umschalten. Da war Göppingen einfach schneller und ich denke, dass das oder unser Plan oder unser Verdacht war, dass das Göppinger Nervenkostüm vielleicht nicht das Beste wäre. Und mit dieser Phase haben wir sie sicherlich stark gemacht. Da haben wir ihnen einfach das Spiel präsentiert, auf dem Tablett präsentiert und leider konnten wir uns von diesem Rückstand dann nicht mehr erholen, haben dann bis zur Pause einen 8-Tore-Rückstand aufgebaut, den wir in der zweiten Halbzeit dann nochmal verkürzt haben, aber auch da war es so, immer wenn wir auf vielleicht nochmal in Schlagdistanz hätten kommen können, von 6 Tore auf 5 Tore vergeben wir 3 Bälle bei 21-15 und dann haben wir nochmal die Chance auf 4 Tore zu verkürzen, da verschießen wir leider einen 7 Meter. Ich will nicht sagen, dass wir da nochmal für Punkte in Frage gekommen wären, aber wir hätten auf jeden Fall noch mehr Druck aufbauen können in der zweiten Halbzeit. Insofern bin ich mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit mit Abstrichen zufrieden, aber mit dem in der ersten Halbzeit, vor allem in der letzten Viertelstunde, natürlich gar nicht. Das muss besser werden. Das war eine klare Fehlleistung kollektiv und so haben wir natürlich keine Chance, an Punkte zu kommen. Das war ein bisschen offen. Was mich gefreut hat, dass Florian Freitag zurückkam und seine Minuten nutzen konnte. Auch Maja Michalczyk erneut mit einer guten Leistung, überzeugenden Leistung. Ich hoffe, dass wir von den etablierten Kräften da jetzt auch noch ein bisschen Unterstützung bekommen in den nächsten Spielen. Geht jetzt sehr schnell am Mittwoch, am Sonntag und wieder am Mittwoch. Also wir haben einen sehr engen Takt jetzt und da ist es wichtig, dass alle Spieler sich sofort wieder schütteln
und nach vorne gucken, denn solche Niederlagen, die passieren natürlich. Wir müssen ein paar Lehren draus ziehen, das ist überhaupt keine Frage, aber wir werden jetzt in der ersten Liga natürlich solche Niederlagen immer mal einstecken. Göppingen ist eine starke Mannschaft, die im letzten Wochenende unter Wert geschlagen worden ist. Ich habe das auch im Vorfeld schon gesagt. Da ist einiges schiefgelaufen für Göppingen. Insofern waren wir dort gewarnt und müssen einfach jetzt sehen, dass wir uns schütteln und Richtung Berlin gucken und dann vor allen Dingen am Sonntag gegen Balingen.